In diesem abgelegenen Dorf im Westen Kenias am Viktoriasee erwarten sie an diesem Morgen Besuch von einer amerikanischen Hilfsorganisation. Sie hat versprochen, den Ärmsten im Dorf Geld zu geben. Josef arbeitet seit fast einem Jahr für Give Directly. Die NGO finanziert sich aus privaten Spenden aus der ganzen Welt. Das Geld bekommen die Ärmsten der Armen, direkt und ohne Bedingungen. Spenden wie Nahrung, Medikamente oder Kleidung, das ist von gestern, im 20. Jahrhundert. Heute setzt man auf Cash Transfer, Geld direkt überwiesen. Give Directly nahm die Dorfbewohner genau unter die Lupe und wählte die Ärmsten unter ihnen aus. Sie sollen einen einmaligen Geldbetrag erhalten. Auf seinem Handy sieht Josef das von der NGO vorgeschriebene Prozedere. Das Geld heben sie per Handy ab. Dieses Geld ist nicht an Bedingungen geknüpft. Sie dürfen frei darüber verfügen. I do a border. The amount you are going to give is I can work for it for almost one year and some months to get that amount. So I think this is a big help to us. I like to have many things. First, I want to get a structure, a big structure than this one. Ein richtiges Haus? Yes. Okay, then? Und was noch? And some food to eat. Manche sagen, dass man armen Leuten kein Geld geben sollte, weil sie es sonst nur vergeuden. Poor people know how to use money. Because they have been lacking that money. If they get it, I think they can use it perfectly. Even better than those who have it. Monthly. Die Väter der NGO Give Directly, das sind vier Freunde aus Harvard. Ehrgeizige amerikanische Studenten, die davon träumen, die extreme Armut in der Welt zu besiegen. Wir trafen einen der vier in London. Er erinnert sich noch daran, als ihr Wunsch, Geld an bitterarme Menschen zu vergeben, bei vielen Leuten für Kopfschütteln sorgte.
We have heard people tell us that we must be smoking crack. I think we have to scrutinize the way we've done aid, right? We have built an infrastructure for charitable giving and for foreign aid on the assumption that poor people aren't capable of making these decisions for themselves, and that we need to hire experts and build institutions to make those decisions for them. And I think that's wrong. I want my money to go directly to somebody living in extreme poverty. And we felt completely convicted that that needs to exist. Something, an option like that should exist in the world. Kenia erschien ihnen für ihr Projekt optimal. Dort leben 45% der Menschen unter der Armutsgrenze. Außerdem besitzen 90% der Kenianer ein Handy, sodass man ihnen unkompliziert Geld überweisen kann. Dank einer Handy-App namens M-Pesa, das heißt auf Swahili Geld, verwandelt sich jeder kleine Laden in eine Bank. Man braucht nur seine Geheimzahl, um sicher Geld abzuheben. Wofür verwenden sie das Geld? Für die Kenianer in den abgelegenen Orten des Landes, wo es ihnen an allem fehlt, liegen die Prioritäten auf der Hand. Mary hatte noch nie so viel Geld zur Verfügung. Sie wusste sofort, was sie damit kaufen würde. Na, ich habe 10.000. Na, ich habe Mabati. Ich habe Matres. Ich habe Duma. Ich habe Querchande. Ich habe die Nikarka. Die Uniform Smart School. Ich habe die Uniform Smart School. Ich habe die Chamni. Zum Beispiel? Christine lässt sich davon ein neues Haus bauen, diesmal aus Beton. Der reinste Luxus, wenn man in einer Lehmhütte wohnt. €1.000 für ein Haus, das ist auch in Kenia ein bisschen wenig. Christine will uns den Markt in ihrem Dorf zeigen, auf dem seit einigen Monaten immer mehr Menschen ihre Waren anbieten. May I tell you that in this village the people have done a lot. They have built the houses, they are doing business. In fact, in case you look around here, that money has done a lot. They have not wasted the money. I don't know anybody who can misuse, but I don't think. Because it is a very small village and I know it. Wenn das Geld direkt in die Hände der Armen gelangt, dann vermehrt es sich. Das Einkommen und die Ersparnisse steigen. Der Stress und die Mangelernährung nehmen ab. Mehr Rauchen und Alkohol trinken, davon haben sie nichts gemerkt. Die Studienergebnisse von GiveDirectly decken sich mit den Erkenntnissen von UNICEF und vielen anderen internationalen Organisationen. Geldtransfers gelten heute als anerkannte Mittel zur effizienten Bekämpfung von extremer Armut. Das Problem jedoch ist, dass dieses Geld vor Ort manchmal abgelehnt wird. Nun sind nicht mehr die Geber zögerlich, sondern die Empfänger. Einige Kenianer sind misstrauisch gegenüber der Geldspende. In manchen Dörfern lehnten 40% der Leute das Geld ab. Ich habe
no go rego apinto de ne kuonde mane gidhie to jogo no timore nade jogo no tho ok en gima kare mondo ngato mi pesa mangeny kamano maonge gima timore nade gima itiyo ni. Glauben Sie immer noch, dass Sie sterben können, wenn Sie dieses Geld annehmen? It takes a lot of effort and time to convince them and also demystify some of the myths and misconceptions that they always have about Give Directly. Most NGOs that come here always give people things, but this is actually the first time that people are given money. Some people are always too reluctant to take, think that maybe something is being bought from them secretly, or maybe they'll be asked for something later. Trotz dieser Zurückhaltung beschloss Give Directly, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie wollen das bedingungslose Grundeinkommen erproben. Diesmal geht es nicht mehr um eine einmalige Summe für die Ärmsten, sondern ganze Dörfer sollen über Jahre jeden Monat ein Einkommen beziehen. Zur Finanzierung des Projekts kann Give Directly auf Millionen von Dollar von den Silicon Valley-Giganten zählen. Google, Facebook und eBay unterstützen die NGO seit ihren Anfängen 2011. Yeah, actually, I'm taking note of the village. I'm requesting we keep the name of the village. Yeah, just to protect our recipients. Einige Kilometer vom Viktoriasee entfernt liegt dieses abgelegene Dorf. Ein Dorf wie so viele andere, arm, ohne Strom und fließendes Wasser. Und doch ist es einzigartig in Kenia, einzigartig in Afrika und sogar einzigartig auf der Welt. Denn seit Oktober erhalten seine 220 Bewohner ein bedingungsloses Grundeinkommen für die nächsten 12 Jahre. Es ist das erste Mal, dass ein solches Experiment über so einen langen Zeitraum durchgeführt wird. Philister wird 22 Euro pro Monat bekommen, wie jeder Erwachsene im Dorf. Diese Summe entspricht in Kenia dem Existenzminimum. Kaluwore gi gima wayudo ni, manyocha wapo nono kwayudo Camille Polo. Oloko ngimawa nikech wapo nono ka wayudo. Mercedes chungne ber, chungne smart. Makri. An awinjo mana mor malamo mana Nyasaye. Noweya nyaka higni 12 ochopi. Das Leben von Philister und ihrer Enkelin hat sich bereits verändert. Chonto, seje moko ay dog school. Ay ay school tayudo ka ginene. Ka pokote sabella otado ka dog school ka dog kor ka chemo. Oro chemo be machalo otu ayudo. In den nächsten Monaten sollen noch etwa 300 weitere Dörfer, insgesamt 6000 Menschen, dieses bedingungslose Grundeinkommen testen. Seitdem Madu einfach so ein Einkommen erhält, hat er nicht etwa aufgehört zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Dank dieses Geldes konnte er sich ein dringend benötigtes Arbeitswerkzeug anschaffen. Mado wird etwa 5 Euro verdienen. Hinter seinem Lachen verbirgt sich ein hartes Leben voller Entbehrungen und Leid. Vor einem Jahr verloren Mado und seine Frau ihre älteste Tochter mit 9 Jahren. Ihnen bleiben noch 3 Kinder. Seine Frau erzählt uns von der Armut in ihrem Leben.
wapuro karkae gi lwetwa, wago maka, obendo dhi nam. Ni mwanyangi wa mwaku nwanyangi uchien kacha, mwaku wanganya wacho ni die kanongo. Nyathinyalo dhi school. To otubende kidonje be, okwanyadhe kwa komka moronga tubiru otu wabeti. Wasebedo pinyu mwasepango gikmune mwati gipesana. Keshu wangye maber ni pesano bangi higni ma, higni apar gariogo. Lokruok nyaka wabedu goma duo. Wie wird sich das Leben von Mado, seiner Frau und all den anderen Teilnehmern dieses Experiments entwickeln? Die Wissenschaftler werden ihr Verhalten in den nächsten Jahren genau beobachten. We know very little about the impacts of this kind of cash transfer, where you make this long-term commitment. You basically tell people your economic security is guaranteed. You know, critics think that people are going to stop trying. Optimists, backers think that people are going to take more risk. And be more creative, and we don't know until we test. Und die Kenianer? Sind sie für oder gegen dieses Grundeinkommen? Das wollen wir von Menschen wissen, die in großer Existenznot leben. In Kisumu, der drittgrößten Stadt Kenias, am Ufer des Viktoriasees, wuchern die Wasserhyazinthen den See immer mehr zu. Die Schiffe fahren nicht mehr. Die Touristen bleiben den Hotels fern und Arbeit gibt es auch immer weniger. Die Menschen hier brauchen dringend Hilfe. Doch der Gedanke an ein Einkommen ohne Gegenleistung schmeckt hier niemandem. Giving me money without working for you is not the good idea. You know, you are not even helping me. You are killing me. If you give me your money for free, I will use the money carelessly. But if you let me work for my money, if I earn my money myself, I will know, this is my money, I work for it. I am too much proud about myself. If you want to help us, we want to remove that thing. To remove machine, even money, but not for sitting on the door to wait the money of the month to come. That one will cost laziness. In Kenia gibt es keine Sozialversicherung, kein Kinder- und Arbeitslosengeld. Ist in einem solchen Land eine landesweite Einführung des Grundeinkommens denkbar? Wir fragen Susan Mochache, die Staatssekretärin im Sozialministerium. Universal basic income is still a far-off dream for developing countries such as ours. We are struggling with very basic issues as providing food for our people, food security. So the idea is still quite remote. Dennoch beschloss der kenianische Staat, seinen schwächsten Bürgern Geld zu zahlen. Eine kleine Revolution. 7 years ago, began to recognize the need to provide safety nets to those that are vulnerable. That is fairly new in this country and generally in many parts of Africa. Because it has not been typical of us to really give people money for free. Nur Waisenkinder, Behinderte und alte, isolierte Menschen unterstützt der kenianische Staat mit einem Betrag von 20 Euro. 810.000 Haushalte beziehen diese Sozialleistung, etwas über 2% der Bevölkerung. Millicent und ihre Kollegin arbeiten für die Regierung. Sie sind jeden Tag in den Slums von Nairobi unterwegs, um sich um die alten Menschen zu kümmern, die dieses Mindesteinkommen erhalten. Heute sorgen sie sich um die schlechte Gesundheit eines Empfängers. Kamo, mzee wangu, umechoka tu. Na watoto wako wapi? Mimi sina watoto, walikufa watoto wangu wawili kitambo na mama yao. Pole. Je, chakula ama je nini? Chakula kidogo, mimi nakula tu na tosha, mimi nashukuru kwa Mungu.
Rasti ni wachie ni kamia hapa. Mzae wangu. Utafanya nini hiyo mia? Utaifanya nini? Si, nitakatumana sangine, utumana nini chai, nini mandu. Ni uongo, utatumana chai. Utatumana, utatumana sigara. The people that we are trying to assist are the poorest of the poor. They don't have caregivers. They're just living alone. They cannot access medication. Money is the best solution as compared to food. They will have food, yes, but where will they sleep? At least they feel a bit of relief from that, the sufferings that they were going through. Im Dorf des Grundeinkommens haben sie beschlossen zu sparen. Seitdem sie jeden Monat Geld erhalten, haben die Leute hier Solidarspargruppen gegründet. Das nennen sie hier Table Banking. Der Fischer Madu und seine Frau gehen heute zur wöchentlichen Versammlung der Gruppe. Doch sie haben sich verspätet, wie andere Mitglieder auch. Zum Ärger von Philister, der Vorsitzenden. Das Prinzip ist einfach. Jeder zahlt 1 Euro pro Woche in die gemeinsame Kasse ein. Den Pott erhält dann einer aus der Gruppe. Jedes Mal jemand anderes. Sechs Monate nach dem Start des Experiments haben sich die Lebensbedingungen im Dorf verbessert. Für die Aussaat mieten sie jetzt einen Traktor. Das Schulgeld können sie jetzt bezahlen. Niemand hat aufgehört zu arbeiten. Und ihre größte Sorge, nämlich wie sie die Kinder satt kriegen, ist verflogen. Koro gino mio wange ni due ka due wayudo gimoro. Koro joma ne nigo kama ne nyalo luor ni dipo ka wamayo wajomwa onge gogi. Koro wan gimoro achiel. Im schlimmsten Fall werden Philister, Mado und die anderen dank dieses Experiments die nächsten 12 Jahre nicht mehr hungern müssen. Im besten